neuen Video von mir. Ich habe heute wieder ein Bastelwanderpaket bekommen. Ich habe ja schon mal so ein Video gemacht. Diesmal ist es wieder ein neues Wanderpaket mit ganz anderen Leuten. Es sind immer so verschiedene Mädels und dann kommen welche dazu und es gehen wieder welche und man hat eigentlich immer andere Teilnehmer. Ich würde euch das heute gerne wieder zeigen. Diesmal noch gar nicht geöffnet. Das machen wir jetzt zusammen auf. Das Thema ist, wie gesagt, Basteln. Das ist ziemlich schwer. Der Karton ist auch relativ groß. Ich bin echt gespannt, was ich mir jetzt hier raussuchen kann. Und ja, da werde ich noch meine Live-Reaktion sozusagen jetzt hier zeigen. Und das mal vergleichen mit dem, was ich schon machte. Okay, also wie gesagt, Thema alles rund ums Basteln. Man kann immer die Dinge, die drin sind, verschieden interpretieren. Was man damit machen kann, zum Beispiel, das ist jetzt für Serviettentechnik zum Beispiel geeignet. Ich brauche es nicht, sind lauter so Servietten. Und Tischdecken, sowas in der Art alles. Ja, wie gesagt, das ist immer total spannend und dann muss ich schauen, ist das für mich dabei oder nicht. Manchmal hat man natürlich auch ein bisschen Pech. Was mit Perlen? Perlenbastel. Das finde ich mal ganz schön. Das werde ich natürlich rausnehmen. Das ist so, wo man so, das ist so ein Schlauch, wie es auch schon fertig gibt und dann kann man solche Glitzersteine reinfüllen. Das finde ich ganz cool, finde ich süß, weil ich mag auch Schmuck, ich bastel ja auch viel mit Schmuck und daher finde ich das eigentlich ganz passend. Wenn ihr dann ein Video wollt über das, was ich mir im Endeffekt rausgesucht habe, dann könnt ihr mir das gerne dann in die Kommentare schreiben, dann mache ich dazu auch wieder ein Video, weil das letzte Video, das war kaum geklickt, wo ich das auch gemacht hatte beim letzten Paket. Das hier sind Styropor, ich würde sagen Muscheln von Ideen mit Herz. Also, wir packen das mal aus. Ich denke mir, das sind einfach so. Nee, das sind. Ich habe jetzt gedacht, das sind so Muscheln, die ich dann so aufmachen kann, dass ich das bemalen kann und bekleben kann. Aber das sind so Halbkugeln. Was soll man damit machen? Also keine Frage, das ist natürlich das Thema, was betroffen ist, was zum Basteln, aber ich weiß nicht, was man damit machen kann. Habt ihr da eine Idee? Das ist ja auch keine Herzform oder so. Keine Ahnung, steht auch nicht drauf, was das für eine Form darstellen soll. Also das sind ja eher wie so Linsen, ne? Wie solche, ja, so eine Linsenform, so dann abgeflacht. Keine Ahnung. Moment, das gehört ja nicht ran. Das ist ein Klettverschluss. Er hängt an der Wolle fest, das ist natürlich blöd. Macht man die Wolle kaputt, das ist shit. Das ist ein Klettband. Ach, das sind mehrere Klettbänder. Und dann, ja gut, ja, zum Basteln, ja, mein Ding. Wolle, für mich jetzt nichts, weil ich nichts mit Wolle mache. Cool, dann sind ja so Sortierkästen drin. Das ist schon mal ganz geil, weil solche Sortierkästen brauche ich eigentlich immer. Ach, die sind sogar noch doppelt. Ach, guck mal, wie cool. Allerdings die Pailletten. Obwohl, hier ist gleich so eine Eule dazu. Da kann man die Eule ja mit den Pailletten gleich bestücken. Und daher ist er gut ausgewählt für diejenige, die das rein hat. Also, weil man kann das gleich kombinieren, finde ich super. Ja genau, da sind so Pailletten drin. Ich will das jetzt nicht, mache ich das jetzt auf, weil das, ganz schön zugeklebt, damit das, naja gut, ich zeige es euch mal, ich mache es mal auf. Ich kann das ja, wenn ich mich nicht dafür entscheide, wieder zukleben, aber ich denke, ich zeige euch das schon mal ausführlicher. Ah, okay, hier unten sehe ich auch schon wieder ein Artikel, der schon was drin war, da jetzt wieder noch ein Paket gelandet ist. So ist es halt immer schade, da gibt es auch immer relativ viele Diskussionen, wenn jedes Mal dann dasselbe drin ist und die Leute dann weniger Auswahl haben, aber... Okay, genau, schaut, hier sind wunderschöne Pailletten drin. Wow, guck mal, wie das glitzert gleich alles. Cool. Genau. Ja, das finde ich jetzt nicht schlecht. Habe ich zum Beispiel noch nicht, habe ich auch noch nie mit gebastelt. Von daher ist so ein Paket dann schon wieder relativ cool. Dass man neue Ideen bekommt und dass man auch mal was ausprobiert. Von daher freut mich das jetzt eigentlich, dass derjenige was rein hat. Das ist immer spannend. Gerade die Bastelpakete, muss ich sagen, da finde ich fast immer was, da bin ich auch immer zufrieden bei solchen Wanderpaketen, aber es gibt natürlich auch Wanderpakete, die katastrophal sind mit anderen Themen und so. Aber gut, das ist immer das Risiko. Ach, okay, und hier sind jetzt nochmal mehr so für Kartenbasteln. Ist jetzt auch nicht schlecht, aber sollte ich mich halt für diesen Karton hier entscheiden, für diese eine Einsortierbox entscheiden, dann brauche ich die Sachen hier eigentlich nicht, dann müsste ich die rausnehmen. Und hier sind nochmal so Blütenkelche, die könnte ich wieder verwenden fürs Schmuckbasteln. Allerdings das hier alles, das würde ich lieber den Kartenbastlern lassen. Das ist nicht so meins. Wenn nicht, tue ich da so kleine Druckverschlussbeutel und extra reinlegen. Ist ja auch kein Problem. Aber schön, diese Boxen kosten eigentlich auch relativ. Die sind von Plast1, von Plastteam. Machen einen guten Eindruck. Also ich kenne diese Firma durch die Arbeit auch noch. Haben wir damals auch mitverkauft. An sich super, weil wer so eine Sortierbox sucht, ist das super. Ich brauche immer viele solche Boxen und daher denke ich, werde ich auf jeden Fall sowas behalten. Noch so eine Box. Okay. Ich mache sie wieder auf mit euch. Oh, da kommen ja noch mehr Boxen. Oh, wow, geil. Das ist cool, diese ganzen Boxen. Wow. Da hat jemand was springen lassen. Vom Material, Materialwert, wie gesagt, die Boxen sind nicht immer so günstig. Aber entschuldigt, dass ich das jetzt hier alles so abheben muss. Moment. Tada! Okay. Ja, das sind auch wieder so Paletten. Ich weiß aber nicht, das ist ja solche Streu-Tischdeko, das kann man sich natürlich auch in Resin eingießen. Mache ich aber auch nicht mehr so oft. Solche schönen Blüten, das ist auch ganz schön. Ja, ich weiß nicht, was ich verwenden könnte. Hier sind echt coole Sachen drin. Also diese Steine auch, die wie so ein Tropfen. Also schlecht ist das jetzt nicht, was hier reingelegt wurde, muss ich sagen. Solche verschiedenen. Schaut hier ganz viel, noch kleine Schmetterlinge aus so Organsa-Draht, also Organsa mit Draht umwandelt. Ja, sind das hier sogar kleine Krönchen und Schleifen. Ach Gott, das ist ja auch süß gemacht, was hier drin ist. Kleine Miezen. Boah, das ist aber richtig ganz klein. Das kann man hier fast fürs Nageldesign mitnehmen. Wenn es nicht sogar auch sowas ist. Nageldesign-Bedarf. Die gehört hier rüber. Ja, also nicht schlecht, ne? Erstmal so. Ich sag, die Boxen reizen mich ja, aber der Inhalt kann ich kaum wenden. Oh, lauter Steine. Wow. Auch wieder. Also wer da sowas bastelt, für den ist das dann echt keine schlechte Sache. Das macht man zu Karten eigentlich. Ne? Karten macht man damit vielleicht, weil ich wie gesagt eingieße ins Resin und ansonsten bei Textilien, weiß ich nicht, ob das hält, auch nicht mit Schmucksteinkleber oder so. Ja, lauter hier Steinchen. Wow. Also ich finde es gut, ich brauche es nicht, aber es ist super. Die zweite Box. So. Dann noch eine Box. Noch eine Box, eine pinke, okay. Ja, da sind im Prinzip auch wieder diese ganzen Sachen drin. Ich glaube, ihr seht das jetzt so. Papayetten mache ich das nicht extra nochmal auf. Ihr wisst ungefähr, dass wie der Inhalt so gedacht ist. Ja, noch so ein paar Stofffeen und sowas. Und auf der Seite auch wieder Herzpailletten und alles. Okay, also wie gesagt, finde ich nicht schlecht. Okay, dann haben wir hier Feinliner. Zum Basteln, hätte jetzt gut Schreibwaren basteln. Naja, finde ich nicht ganz so gelungen, aber naja, es ist okay. Also ich meine, man hat immer ein paar Artikel mit, wo man sagt, naja. Karten, oh ja, die sind auch schön, Postkarten, sind das Postkarten? Ja, genau. Schaut mit so Motiven. Das kann ich mir auch super vorstellen. Fürs, ja, Pfeileffekte und sowas, Kalendergestaltung, echt schöne Motive. Flamingo, oh cool, ja, ich mache ja viel mit so Bobisch und Flamingo, das nehme ich mir auf jeden Fall raus. Das ist cool, das gefällt mir. Ja, war vom Teddy mal, scheint aber auch nichts zu fehlen, so wie ich das sehe. Ja, gefällt mir. Ja, wie gesagt, ja, mein, oh, jetzt sind ja die Paletten schon so ein bisschen, naja, die muss ich dann mal mit einordnen. Herausgefallen aus dem Koffer da. Das war das letzte Mal schon drin. Ich habe den ja nicht rausgenommen, weil ich sowas schon habe. Deswegen habe ich ihn drin gelassen. Allerdings überlege ich jetzt, nee, ich lasse ihn trotzdem drin. Ich brauche es nicht zweimal. Aber es ist ein Artikel, den ich eben schon kenne. Passiert. Aber bisher der einzige. Kennt man auch anders. Das hier ist so, ja, Dekoband, auch von Ideen mit Herz sogar. Ja, solche Bonbons sind da dran. Naja, für Weihnachtsbasteln vielleicht. Kann ich jetzt auch nicht mit anfangen, aber vielleicht wäre so Kerzengläser gestaltet oder so, kann man das schön als Umrandung oder so nehmen. Ist in Ordnung. Dann hier kommt ein Beutel. Warte mal, ich mache das jetzt mal. So. Folien. Was ist das denn, das Stanz? Ach, das sind so Sticker. Moment, ich muss gucken, was ich das so richtig darstellen soll. Das sind so Folienaufkleber. Aber warum ist das jetzt so wie Folie gemacht? Was macht man damit? Hat das vielleicht jemand selbst irgendwie gestammt oder mit so einer Prägemaschine, weil das hier ist noch ein Stück, wo da nichts drauf ist. Kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Brauche ich das jetzt auch nicht, aber macht ja nichts. Dann Folien. Das ist so. Warte mal, was sind das für Folien? Das sind irgendwie, sind das, gehen die denn auf? Ach, die haben ja nochmal eine Schutzfolie drauf. Aber ich weiß jetzt auf Anhieb nicht, was man damit macht, für was das ist. Diejenigen, die mit sowas basteln, werden das halt alles gleich wissen. Ich weiß es nicht. Haufenweise Glitzerleim. Glitzerleim und Pailletten in so Dosen, Gläsern. Thema getroffen, ist aber jetzt auch nicht für mich. 5 Laternen zum Zusammenstecken. Das ist auch nicht schlecht. Hier kann man nochmal so, naja, Blumen oder so reinhängen, irgendwas Touristisches gestalten oder Figuren, und finde ich auch nicht schlecht. Da, das sind einfach so Bänder. Das sind eigentlich ganz schön von der Gestaltung her, von den Mustern. Auch hier ganz süß gemacht. Na? Ein Perlenbeutel. War mit ganz vielen Perlen verschiedenster Art. Ja, verschiedene Größen. Eher fürs Kinderbasteln, denke ich, sind aber auch ein paar kleine Rokals mit drin. Hier unten. Da nehme ich an, hat jemand einfach einen Schmuck, so ein Armband von Gucci geschmuckt. Hoppala. Ah! Ach, egal. Neu nehmen, das ist kaputt. Also das Ding hält nicht mehr richtig. Ja, Armband auseinander gemacht und damit rein, wenn man die Perlen hat. Es sind jetzt nicht so einzelne interessante Perlen mit dabei, ne? Ja, da muss ich mir die Mühe machen und das aussortieren, also kein Problem. Aber die größeren brauche ich nicht, die so kindliche, ja, so kindlich sind die. Das dann werfe ich nicht. Das Dekoupagepapier, auch schön für Leute, die das machen. Nochmal hier bei uns. Das ist ein Puzzle oder was ist das? Warte mal. Ja, da muss ich echt mal schauen, was das ist. Das sieht echt interessant aus. Ach, das wird so ein Puzzleball sein und das ist der Ständer. Denke ich mal, ich weiß nicht. Warte mal. Ja, wahrscheinlich ist ein Puzzleball. Und das ist das Motiv, was hier dabei rauskommen muss. Oder wie? Oder das wird so eingearbeitet mit. Oh, jetzt bin ich echt dumm. Ich habe keinen Plan, wie das dann funktioniert. Na, ich denke schon, dass das dann hier irgendwie oben. Dann oben als Abschluss vielleicht draufkommt und man muss das, die ganzen Teile dann drum rumlegen und dann ergibt sich eine Kugel. Eieiei, keine Ahnung. Wenn das einer von euch weiß, bitte in die Kommentare. Das hat jetzt nicht so viel mit Basteln zu tun, finde ich aber persönlich trotzdem interessant. Schöne Beschäftigung, kann man auch mal mit dem Garten machen. Auch im Sommer, also ich finde es schön. Also interessanter Artikel, sag ich mal. Dasselbe ist hier auch nochmal, auch wieder ein goldener Teller. Also diesmal ein Goldform, glaube ich. Und das ist wie eine Erdkugel. Okay. Mit solchen älteren Kriegs oder so. Naja, nicht Krieg, aber solche ganz alte Motive halten, davon zu Kriegern und so. Würde mir aber das mit dem Schiff wahrscheinlich besser gefallen. Genau, dem Schiff. Das war mit dem Schiff, genau. So, hier ist ein leerer Beutel. Okay. Wieder ein paar Styropor-Teilchen. Dann noch Vögel. Styropor-Vögel. Das hier sind so Weihnachtsmotive, Glocken und Stern und Tannebaum. Und jetzt kommt so ein bisschen Papier, oder warte mal, nee, hier ist es noch Bastelset, ja, das ist jetzt so ein Mischmasch, Bastelset, Pailletten, Perlen, Glocken und ja, so kleine Steine. Das weiß ich jetzt nicht, was das mit Basteln zu tun hat, von Euromünzen, hier die Legenden, also wie die aussehen, von Griechenland, Luxemburg und nochmal Luxemburg. Keine Ahnung, wüsste ich nicht, was ich damit basteln soll. Aber vielleicht, wenn Leute so machen hier mit den Mixed Media, hier diese, wie heißt das? Ja, wo die halt so ein Buch gestalten zu verschiedenen Medien und verschiedenen Materialien, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Dass man das dafür irgendwie braucht. Block, Lux Paper Block, schauen wir mal kurz rein, Papierblock. Ach gut, das ist für Gestaltung von Karten. Da sind auch viele Herrenmotive dabei, das ist richtig cool, glaube ich, für Leute, die Karten machen, weil Herrenmotive ja immer gesucht werden und sicherlich das Material auch gar nicht so einfach zu bekommen ist. Werde ich auf jeden Fall den Leuten drin lassen, wo ich weiß, die basteln mit Karten. Oh, jetzt habt ihr das gar nicht gesehen, Entschuldigung. Ich muss natürlich schauen, dass ich auch rein in die Kamera gucke, ne? Okay. Dann ein Kuvert. Ein riesen Kuvert mit auch Papier, okay. Auch schönes Papier. Engel. Hier, warte, ich zeige euch. Engelpapier. So all over Schmetterlinge. Ornamente so blumenmäßig. finde ich ganz schön. Das kommt mir bekannt, weil das habe ich, glaube ich, selber mal rein in so eine Box. Also in so einen Karton. Tauschpaket eigentlich, ja. Und hier nochmal so ein paar pastellige Töne. Ist aber die Grammatur ein bisschen dünner. Ich glaube, da brauche ich gar kein Papier reinlegen, da ist schon so viel drin. Ich habe mich auch schon aussortiert, was ich dann ins Paket tue, und da habe ich auch Papier dabei. Kartenset, Fashion. Ah ja, okay, jetzt seht ihr das da drin, also man die. Das ist eigentlich alles komplett für Karten. Nicht schlecht von Motiven her, hier mit diesen ganzen, ja, Animal Prints. Aber ich mache halt, wie gesagt, keine Karten. Aber ich weiß, dass jemand in dieser Runde noch mitmacht, der Karten macht, und ich glaube, für den ist das was. Der wird sich bestimmt drüber freuen. Motivblock weihnachtlich. Ja, okay, also das zeige ich euch jetzt noch ganz kurz so. Ich zeige euch außen das. Ich hoffe, ihr hört nicht den Wind pfeifen, weil das Ganze windig und man hört das ja gerade. Aber ob es die Kamera einfängt, weiß ich jetzt nicht. Designpapiere. Block, einfach ein normaler Block. Da fehlen schon ein paar, macht aber nichts. Gucke ich mir dort, ob ich da vielleicht ein, zwei Papiere brauche, aber ich denke nicht. Ich mache nicht mehr so viel mit Papier. Nochmal ein. Also insgesamt ist es schon okay, was die Leute so hier reingetan haben. Das ist so eine Prägebrett, ne? Für dieses, wenn man diese Prägemaschinen hat. Von einem britischen Hersteller auch. Wer sowas macht, gerade das Buch, das ist ja cool, ne? Mit dem Buch. Seht ihr das? Ist wie so ein Buch eingeprägt. Dann hier so ein Tintenfass und eine Feder. Finde ich nicht schlecht. Das hier ist dann ein Herz. Ja, da kenne ich mich gar nicht aus. Sowas mache ich überhaupt nicht. Ich weiß halt, was es ist, aber... Dann hier sind einfach 40 Stück so Rundpapiere. Ja, hier sind wieder diese, ja, ich nehme an, das machen die für diese ja, wie heißt das? Irgendwas mit Müll. Irgendein Name mit Müll, wo man da nicht so ein Pfeil auf, also, naja, nicht wie so ein, nicht wie ein Pfeil auf, machen die so ein Buch, ich komme nicht, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und dafür, glaube ich, können die das ganz gut verwenden. Okay, dann, was ist das? Moment, ich muss gucken. Was ist das? Irgendwas mit Karten, Magnetfläche, Magnet, irgendwas, wo man Magnete mitmachen kann, wahrscheinlich. Müsste ich mir genauer anschauen. Die legen hier irgendwie so ein Papier, also ein Bild rein, blieb ich. Also ich lese das mal vor. Schutzfolie abziehen. Foto aufkleben, gegebenenfalls ausschneiden. Mit schwarzer Magnetseite zum Beispiel am Kühlschrank befestigen. Ah, okay, also man kann damit selbst sich Magnete... Ach so, ja, okay, alles klar. Dann tut man das dann hier nochmal wie so ein... Also, wie so einfolieren. Okay. Naja, eigentlich nicht schlecht. Habe ich noch nie gesehen. Kenne ich überhaupt nicht. Super Idee von dem Hersteller. Was ganz Neues. Finde ich super. Pinguin-Familie, was ist das? Das ist einfach hier so ein Motiv Pinguine. Okay. Okay, und dann ist hier noch so eine Tasche drin. Genau, das ist eine Tasche, da kann man hier die Fotos rein, selbst Fotos reinmachen. So denke ich, ja genau. Also das ist richtig cool, dass sowas gab es mal. Das war in den 90er Jahren sehr modern. Also da kann man ja selbst Fotos reinmachen, die waren, glaube ich, auch gar nicht billig, diese Taschen. Und genau, wenn man sich selber sozusagen von den Freunden oder irgendwas, wenn man sich selber gestalten, finde ich auch nicht schlecht. So, und dann... ist meine Kiste leer. Ihr habt gesehen, was da drin war. Der Inhalt, sage ich mal, ja, das sind jetzt noch so ein paar, ich muss wieder einsortieren, so ein paar einzelne Sachen, ne? Ich muss sagen, diesmal war der Inhalt sehr papierlastig für Papier- und Kartenbastler. Gut, das hat man eben manchmal, kann man nicht ändern. Nichtsdestotrotz bin ich zufrieden, schon allein wegen den Boxen würde es sich lohnen. Genau, und jetzt werde ich mir anschauen, was ich davon behalten möchte. Also das letzte Paket war für mich natürlich ein bisschen vorteilhafter. Da wusste ich genau das und das, da konnte ich mir auch sehr viel nehmen. Diesmal wird es wahrscheinlich nicht ganz so viel, aber ist okay, kein Problem. Ist trotzdem immer wieder interessant. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bleibt weiterhin kreativ und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, eure Sandy.